Come. Du hast immer noch nicht gerade eine Schatzkarte gefunden. Ja, man muss Prioritäten setzen und die Base muss zuerst geschützt werden. Bevor ich hier die Schatzkarte am Suchen bin. Aha, deswegen kann ich mir nicht zurückschreiben. Ich gehe kurz eine Zigarette verköstigen, gell? Ja. Ja. Au. So. Und dann gehe ich auch mal kurz und meine Semmel essen. Ich bin gleich wieder da, Leute.
So, da wäre ich wieder. Hallöchen. Und weiter geht's mit. Alter. Hades 14. Hallöchen. Ich grüße dich. Tut mir leid. Das ist gerade hier Solo-Server sozusagen. Ich versuche, so weit wie möglich im Alleingang zu kommen sozusagen. Yay, danke schön, Hades 14. Ich bedanke mich zutiefst. Ich fühle mich sehr geehrt. Willkommen und ja. Ich hoffe, du hast Spaß hier bei mir. Sozusagen. Ich bin noch ein ziemlich neuer Streamer und deswegen hoffe ich, dass du mir vielleicht ein paar Fehler verzeihen wirst. So, und jetzt baue ich erstmal richtig cool um den Baum. Den ich eventuell, wenn ich schon mal da bin, kaputt hacke, damit ich hier noch ein bisschen was einbauen kann. So. Ne? Ne? So. Tut mir leid, Baum. Das müsste sein. Nein. So. Okay. Ich glaube, langsam können wir Welle 14 schaffen. Welle 7 war so knapp. Das war so knapp zu überleben. Supply Drop! Wo? Mist, ich sehe es nicht. Ist es in der Nähe? Das ist nicht in der Nähe. Okay. Wir müssen Prioritäten setzen. Es wird die Zeit kommen, da werden wir auch viel looten gehen. Viele Sachen finden, viel verbessern, aber erstmal muss die Base stehen. Das ist sehr wichtig. Es nützt uns alles nichts, wenn uns die Zombies am Schluss auffressen, ne? Vielleicht hier noch? So. So, der fröhliche Basenbau geht weiter. So. Ich habe mir gedacht, vielleicht jetzt hier noch einmal drumherum Stacheldraht einmal. Ich weiß, ich habe noch nie Stacheldraht gebaut, aber das hört sich auf jeden Fall mal gut an, Stacheldraht. Das war knapp. Haben wir zu wenig? Ja, wir haben, glaube ich, zu wenig zum Essen. So. Da hat die Regeneration gestoppt, deswegen sollten wir wieder ein bisschen so weit essen, dass wir uns ein bisschen regenerieren. Ein Stein, der muss weg. So. Jo, langsam kann sich das doch sehen lassen. Ein hübscher Hut, Schatz. Danke. Ein hübscher Bobo-Hut. Mhm. Kann man auch als Schleier benutzen, als Schal, schau. Ah, interessant. Wir essen immer mehr rohen Mais. So. Nur wenn die jetzt von der Tür auskommen. Das wäre sehr schlecht. Da müssen wir uns noch unbedingt was einfallen lassen, wie wir verhindern können, dass die hier komplett durchbrechen. Schauen wir uns das mal an. Oh ja, wenn die hier hinkommen. Dann ist Ende. So. 91% Ausdauer kann sich eigentlich halbwegs sehen lassen, würde ich mal sagen. So, das sind alles noch Vorräte vom Maisfeld.
So, ich glaube, das reicht für den Anfang. So, reicht zumindest zum Regenerieren aus.